Herzlich willkommen in der Atelierkarte zu einem unterhaltsamen Ausflug in die Kunstgeschichte. Denn das Leben von Künstlern ist alles andere als langweilig. Und heute möchte ich Ihnen gerne das Künstlerleben von Christo näher bringen. Seine Verhüllungsaktionen haben ihn in der ganzen Welt bekannt und berühmt gemacht. Aber das hat er nicht alleine geschafft. Seine Frau Jean-Claude gehört untrennbar dazu. Christo stammt aus einer industriellen Familie in Bulgarien, Jean-Claude aus einer recht wohlhabenden französischen Militärsfamilie aus Casablanca in Marokko. Wussten Sie, dass beide exakt am gleichen Tag geboren wurden? Aber wie haben Sie sich denn nun kennengelernt? Und wie wurden Sie zu einem der erfolgreichsten Künstlerpaare der Nachkriegszeit? Dazu schauen wir uns doch mal die Lebensläufe genauer an. Es ist ja immer hilfreich für eine Laufbahn als Künstler, wenn man schon von seinen Eltern darin unterstützt wird. Christo kommt als mittlerer von drei Söhnen zur Welt. Seine Mutter arbeitet bis zu ihrer Heirat im Präsidialbüro an der Nationalen Akademie der Schönen Künste in Sofia. Sie sorgt auch dafür, dass Christo schon mit 6 Jahren Mal- und Zeichenstunden bekommt. Die Leidenschaft für große Stoffbahnen entdeckt der Junge in der Fabrik seines Vaters. Hier fertigt er auch die ersten Zeichnungen an von Stoffbahnen und Stoffballen und vor allem natürlich Falten. Nach seinem Schulabschluss hat Christo 3 Jahre an der Kunstakademie in Sofia studiert, Kunst natürlich. Wohin möchte er anschließend? Natürlich in die Kunstmetropole Paris. Aber die Grenzen zum Westen waren nicht offen zu Zeiten des Eisernen Vorhangs. Mit Freundeshilfe schafft er es dennoch auszureisen. 1956 nach Wien und nur ein Semester später nach Paris. Zu dieser Zeit verdient der frisch gebackene Künstler seinen Lebensunterhalt mit Porträts, die er noch mit seinem bürgerlichen Nachnamen Javachev signiert. Ein Gönner Christos macht ihn bekannt mit Jean-Claudes Mutter. Weil Madame von seinen Porträtzeichnungen begeistert ist, beauftragt sie den Künstler mit verschiedenen Projekten. Und dabei lernt er ihre Tochter Jean-Claude kennen. Während Christo ihr, also der Tochter, bei seinen Besuchen im Haus der Eltern Kunstgeschichte beibringt, verliebt sich Jean-Claude in den Künstler. Heimlich werden sie ein Paar. In dieser frühen Zeit in Paris entwickelt Christo seine Kunst in eine Richtung, die für ihn wegweisend werden sollte. Sein Kunststil entwickelt sich von der Assemblage kommend hin zur Objektkunst. Christo fängt jetzt an, Objekte einzupacken. Verhüllt werden von ihm banale Alltagsgegenstände wie Dosen, Flaschen, Stühle, aber auch Fässer, ein Motorrad, ein Auto, ja, eigentlich alles, was er finden kann. Es gibt damals in Paris eine neue Kunstrichtung, die übersetzt neuer Realismus bedeutet. Aber anders als bei den Vertretern dieser Richtung will Christos Kunst keine Konsumkritik darstellen. Ihm geht es vielmehr darum, existierenden Dingen eine neue Wahrnehmung zu verleihen, indem er die wesentlichen Linien sichtbar macht. Nun zu Jean-Claude. Als Tochter eines Generals kommt sie schon früh in der Welt herum. Ihre Kindheit verbringt sie abwechselnd bei Papa in Marokko und Tunesien oder bei Mama in Paris. Schule und nachfolgendes Philosophiestudium schließt sie mit Auszeichnung ab. Aber weil wohl Philosophie nicht satt macht, beginnt sie eine Ausbildung als Stewardess bei der Air France. Als die Eltern jetzt herausfinden, dass sich ihre Tochter einen Künstler als Lebenspartner gewählt hat, sind sie, wie sagt man neudeutsch, not amused und streichen kurzerhand erst einmal die finanzielle Unterstützung. Das ist eine harte Zeit für das junge Paar, aber Jean-Claude hält zu Christo und bleibt stur. Der oder kein. Als sie 1962 heiraten, soll sie folgenden Satz gesagt haben. Ich könnte natürlich behaupten, die Kunst sei das ausschlaggebende Moment gewesen. Doch tatsächlich ist er ein teuflisch guter Liebhaber. Das Paar siedelt nach New York um und sie entwerfen ihre Projekte ab jetzt zusammen. Gründen dafür die gemeinsame Firma Christo Vladimiro Javachev Corporation. Die Zeit von der ersten Planung bis zur Realisierung eines Projektes
kann je nach Aufwand mehrere Monate bis viele Jahre betragen. Und es gibt klare Regeln hier in der geschäftlichen Beziehung. Sie reisen nie im selben Flugzeug. Die Zeichnungen der Projekte stammen alleine von Christo. Mit dem Steuerberater spricht nur Jean-Claude. Aus der Fülle spektakulärer Projekte der folgenden Jahre habe ich einige ausgesucht. Um die Dimension von Kosten und Aufwand zu erfassen, sehen wir uns doch mal die Details genauer an. Zum Beispiel beim Talvorhang in Colorado, in den USA. Das war ein Projekt von 1972. Von der einen Talseite zur anderen gespannt, war der Vorhang 400 Meter breit und 100 Meter hoch. Das geplante Budget war, verglichen mit späteren Projekten, fast noch übersichtlich, mit 230.000 Dollar. Der Vorhang sollte 28 Tage dort hängen. Aber es kam anders. Der erste Vorhang wird von Wind und Felsen zügig zerfetzt. Gerade kann der Fotograf noch ein Foto machen. Der zweite Vorhang, erhöhte Kosten, muss nach nur einem Tag abgebaut werden, wegen Orkanwarnung. Trotzdem ist das Paar sehr zufrieden mit der Fotoausbeute. Seit 1972 ist Wolfgang Volz der Fotograf des Paares und er blieb es bis zum Schluss. Ihm verdanken wir diese tollen Aufnahmen. Ein kleiner Zeitsprung. Wir befinden uns jetzt in der Biscayne Bay in Florida und schreiben das Jahr 1983. Bei diesem Inselprojekt wurden von Christo und Jean-Claude sowie rund 500 Helfern insgesamt 11 Inseln mit schwimmendem, pinkfarbenem Nylongewebe gesäumt und 14 Tage und Nächte betreut. Bevor sie aber überhaupt mit der Installation beginnen konnten, musste erstmal der am Ufer abgestellte Inselmüll entsorgt werden. Insgesamt 40 Tonnen haben sie abtransportieren lassen. Sieht ja auch unschön aus, wenn da alte Kühlschränke und Autoreifen am Ufer herumliegen. Selbst für diese Entsorgung mussten sie vorher eine amtliche Genehmigung einholen. Rechnet man jetzt mal zum reinen Materialwert der Installation, die Kosten für Rechtsanwälte, Meeresbiologen, Vogelkundler, Ozeanographen, beratende Ingenieure und Bauunternehmer dazu, stellt sich einem doch schnell die Frage nach der Finanzierung. De facto arbeiten die Künstler bei jedem Projekt finanziell unabhängig. Im Klartext heißt das, sie nehmen keine Aufträge an und akzeptieren keine Subventionen, weder privat noch staatlich. Die Finanzierung aller Werke leisten sie aus eigenen Mitteln. Und wie funktioniert das? Nun, Christo entwirft in jeder Projektphase neue Zeichnungen, die den jeweiligen Planungsstand darstellen. Mit dem Verkauf dieser Zeichnungen und Drucke und Lithografien sowie der maßstabsgetreuen Miniaturen und den Rechten an den Fotos schafft sich das Künstlerpaar das notwendige Budget. Privat lebten sie eher bescheiden. Alles Geld floss in ihre Projekte. Klarer Vorteil dieser unabhängigen Finanzierung ist natürlich, kein Geldgeber kann einem in seine Projekte reinreden. Mein Lieblingsprojekt stammt aus dem Jahre 1991. Es sind die Umbrellas. Eine Schirminstallation bestehend aus 3000 Schirmen in zwei weit voneinander entfernten Ländern. 1500 blaue Schirme in einem Tal in Japan. Die Farbe Blau sollte die ganzjährige Regenzeit dort symbolisieren und 1500 gelbe Schirme in einem Tal in Kalifornien. Gelb steht für die kalifornische Sonne oder eben auch Trockenheit. Jeder Schirm ist 6 Meter hoch und hat einen Durchmesser von über 8 Metern. Für sicheren Halt muss für jeden Schirm ein Betonsockel im Boden verankert werden. Die 3000 Schirme werden zeitgleich in beiden Ländern geöffnet. Wer es gesehen hat, es waren unvergessliche Fernsehbilder. 18 Tage bleiben die Schirme geöffnet und natürlich ist die Installation in beiden Ländern begehbar.
Bei uns gut bekannt war es aus Christus Sicht sein wichtigstes Projekt, weil es so ein prominentes Gebäude betraf. Regierungssitz noch dazu. Ich spreche vom verhüllten Reichstag von 1995. Projektzeit bis zur Realisierung 24 Jahre. Zum Schluss mussten noch die Abgeordneten zustimmen. Zwei volle Wochen ist der Reichstag verhüllt und lockt 5 Millionen Besucher an. Die Türme, die Statuen und Steinvasen auf dem Dach müssen mit Stahlkonstruktionen ummantelt werden. Das silbern glänzende Gewebe wird vom Dach des Gebäudes in Bahnen herabgerollt wie ein Wasserfall. Das Garn dafür stammt von der Bremer Wollkämmerei. Alle Materialien werden, wie bei Christus und Jean-Claudes Projekten üblich, nach dem Abbau komplett recycelt. Spätestens jetzt sind die Verhüllungskünstler wirklich jedem bekannt. Mit diesem Projekt begeistern sie eine ganze Nation. Es ist das reinste Volksfest. Familien aller Couleur beim Picknick, Brautpaare neben Hippies. Bei allen Besuchern herrscht geradezu friedlich-paradiesische Stimmung. Gegendemonstrationen? Fehlanzeige. Nicht einmal ein Graffito wurde an den verhüllten Reichstag gesprüht. Das letzte große gemeinsam durchgeführte Projekt ist sicherlich auch eines der smartesten. Zur Erinnerung, nachdem Jean-Claude 2009 stirbt, hat Christo ihre beider Projektarbeit bis zu seinem Tod 2020 fortgeführt. Nun also die Gates aus dem Jahre 2005. Gemeint sind 7500 orange Tore im Central Park in New York. Auch hier 26 Jahre Vorlauf. Weder die Stadt New York noch die Parkverwaltung müssen irgendwelche Kosten tragen. Hunderte New Yorker Bürger werden als bezahlte Arbeitskräfte am Projekt beteiligt. Um Vandalismus an den Tüchern zu vermeiden, verteilen rund 600 Hilfskräfte an die Besucher 1 Million kleiner Proben des verwendeten Stoffes. Die einzelnen Stofffahnen sind anfangs im oberen Holm der Tore versteckt und werden bei der Eröffnung nacheinander freigegeben. Es entsteht im Domino-Effekt eine fließende Bewegung durch den ganzen Park. Wie immer werden die Kosten durch den Verkauf von Christus Zeichnungen und Modellen erwirtschaftet. Zudem haben Christo und Jean-Claude sämtliche Einnahmen aus dem Verkauf von Souvenirs wie Postkarten, T-Shirts, Poster etc. an eine New Yorker Naturschutzorganisation gespendet. Für 16 Tage ein 37 Kilometer langer, wogender Fluss aus orangen Stoffbahnen mitten in der City. Eine zu kurze Zeit für so viel Aufwand? Nun, die Lebensmaxime der beiden Künstler lautete, Kunst müsse, ebenso wie das Leben, vergänglich sein, um überhaupt geschätzt werden zu können. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und der Kunst gewogen. Musik